Wenn du mit deiner DJI Avata oder der FPV, der größeren Schwester der Avata, nach links oder rechts fliegen wolltest, hattest du nur eine einzige Möglichkeit, das zu machen, indem du diesen Controller kaufst, der sowieso überall relativ vergriffen war. Hier konntest du ganz normal wie bei jeder anderen Drohne nach rechts und links fliegen. Hast du den Motion Controller gehabt, dann konntest du nur durch Bewegen nach links, die Drohne nach links drehen, das gleiche nach rechts, ja. Auf ging sie so, runter ging sie so, aber du konntest nie wirklich mit ihr hoch, runter, links, seitlich, rechts, seitlich fliegen. Da blieb, wie gesagt, nur diese Möglichkeit bis eben zum 28. März gestern, denn da hat DJI nämlich dieses Ding hier veröffentlicht und wie du hier siehst, nichts gesponsert, selbst gekauft mit eigenen Moneten, gibt es den neuen Motion Controller, den RC Motion 2. Der löst den hier ab und dafür packe ich ihn aus. Ich habe ihn, wie gesagt, selbst bestellt. Du siehst, hier ist es noch original, also bis gerade versiegelt. Und wir gucken uns das ganze Ding doch mal an. Ja, und tatsächlich, das Gehäuse sieht schon mal sehr ähnlich aus wie der alte klassische Motion Controller. Da hat sich gar nichts geändert. Also ich würde sagen, da hat sich gar nichts geändert. Nee, da hat sich auch nichts geändert. Das Gehäuse ist völlig identisch, außer dass ich hier an dem einen irgendwelches Zeug noch dran habe. Aber tatsächlich, hier ist schon ein Unterschied. Normalerweise gibt es ja so Gas, aber du kannst auch so jetzt endlich rückwärts fliegen. Das konntest du bis heute nicht. Ja, und von vorne sehen sie bis auf den Beschleunigungsbutton sehr, sehr gleich aus. Aber hier sind schon Feinheiten. Du hast ja hier nur so einen Tilt-Button gehabt und das ist jetzt so ein Rädchen, was auch gleichzeitig, das kann man schlecht in einem Video erklären, also erklären schon, aber nicht zeigen, du kannst drauf drücken und noch bewegen oder nur bewegen, das Rädchen. Und das Rädchen kann nicht nur die Tilt-Einstellungen vom Gimbal übernehmen, sondern auch für die Kameraeinstellungen dienen. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Auf der Rückseite, hattest du ja schon gesehen, ist die große Bremstaste, die wirklich nur fürs Bremsen da war, dem Joystick gewichen. Der Joystick hat links, rechts, hoch, runter und leicht diagonale Fähigkeiten. Und die Bremsfunktion ist jetzt hier auf diese Taste doppelt gelegt worden. Das ist es. Kann man es noch sehen? Ja, das eine ist orange, das andere ist rot. Das war es auch schon. Natürlich kannst du jetzt mit der Avata auch rückwärts fliegen, was vorher nicht möglich war. Ja, und warum man Wind nicht unterschätzen sollte und ob ich die Avata da heil rausgekriegt habe, das erfährst du in einem nächsten Video. Denn jetzt kommst nämlich du. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass mir ein Like. Wenn es dir nicht gefallen hat, zwei Likes. Schreib mal rein, magst du diesen Motion Controller oder sagst du, nee, ich fliege lieber FPV mit dem, wo ist er? Hier, richtigen Controller. Ich kriege ihn nur nicht oder ich bin froh, dass ich ihn habe. Also schreib das in die Kommentare. Fliegst du aggro? Ich nicht. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und stay tuned.